Eisbrecher. Ne? Ich weiß, ich habe schon der Werbung gemacht. Entschuldigung. Wollte ich einfach mal gezeigt haben. Ist eine super, super Musik. Ähnlich wie Rammstein. Oder Subway to Sally. Ah gut, Subway to Sally ist was Eigenes. Warte mal, Kopfhörer ist ein bisschen... Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich so in die Kamera gucke, weil das, so ist irgendwie, weiß ich nicht. Ist egal. Was hatten wir? Eisbrecher. Erreiche ein Säulenkombo von X5 im Eissturmmodus, um eine Bronzeabzeichen zu erhalten. Diamantenmine, Kinjuckt. Erziele 100.000 Punkte in der Diamantenmine, um ein Bronzeabzeichen zu halten. Schatzjäger, sammle 5 Artefakte. Artefakt. Weißt du, das fuckt mich ab. Das Artefakt mich ganz schön ab. Haha. Na gut. In der Diamantenmine, um ein Bronzeabzeichen zu erhalten. So, Faltermonarch. Erziele 100.000 Punkte im Faltermodus, um ein Bronzeabzeichen zu erhalten. Falter Bonanza. Sammle 4 Falter in einen Zug, um ein Bronzeabzeichen zu erhalten. So. Eliteabzeichen. Das sind Sonderabzeichen. Helden willkommen. Schließe das Suchemodus ab, um das Abzeichen zu erhalten. Das werden wir nachher auch bekommen. In zweiter Parts. Vernichter. Kombiniere 2 Superwürfel miteinander, um das Abzeichen zu erhalten. Da habe ich ja schon mal was zu gesagt. Superstar, bilde eine Reihe aus 6 Sternen, um das Abzeichen zu erhalten. Herr der Level, erreiche das Level 10 im klassischen Modus, um das Abzeichen zu erhalten. Top Secret, erziele in allen geheimen Spielen ein Highscore, um das Abzeichen zu erhalten. Gut, das soll es auch gewesen sein, weil das reicht. Lange genug aufgehalten, ihr hättet ja auch vorspulen können eigentlich. Was ihr eigentlich auch gemacht habt, glaube ich. Naja. Balance. Und ich schon wieder Balance, Alter. Ich hasse Balance. Genauso wie Eissturm. Aber Eissturm hasse ich noch mehr wie Balance. Balance ist dagegen eine Wohltat quasi. Ich brauche Rot. Aber wenn ich hier hoch und runter gehe, ich wackel mit den Beinen manchmal, das habe ich es manchmal so. Da kann ich mich ein bisschen beruhigen immer, ein bisschen. Ach so, ich brauche sowieso so eine Dinger. Das sagt mir das doch. Was geht? Oh, jetzt brauche ich aber ganz schön. Yeah, super, hat super geklappt. Das hat ja super geklappt. Muss mal hier so ein bisschen so. Das hat ja super geklappt einfach. Zeitbombe. Schon wieder Zeitbombe. Obwohl die eigentlich hatten wir alle Dinger schon gesehen. Ach so, das ist jetzt mit Sekunden da. Da läuft ein Timer ab. Das ist nicht mal wie. Es geht jetzt nicht mal mit Zügen, sondern mit Sekunden. Was ein bisschen schwieriger ist. Weil wenn die Zeit abläuft, dann macht es mal bumm und dann hat man verloren. Ist wie beim Hinfallen, weißt du? Machst du bumm, hast du verloren, weißt du? Denn, ja. Weiß man nicht, was man denn verloren hat. Wenn man Pech hat, seine Geldbörse oder so, aber sonst, ja. Habt ihr eigentlich schon mal eine Geldbörse verloren? Ich hab zwar mein Handy mal in der Bahn liegen lassen. Ich habe damals mal ein Klapp-Handy gehabt. Das habe ich mal in der Straßenbahn liegen lassen. Aber ich hatte Glück und toll, ich verliere, weil ich das nicht kombinieren kann. Das ist doch blöd. Tschüss. So, der erste Fail. Nee, weil ich habe das mal in der Straßenbahn liegen lassen, weil ist mir aus der Tasche gerutscht.
Und ja. Ich hatte aber echt Glück, dass da muss ich wirklich Glück gehabt haben, weil ich bin in einer anderen Straßenbahn. Ich habe gewartet, bis die Straßenbahn wieder kam. Dann bin ich wieder in die Straßenbahn rein. Hab mein Handy gesucht. Gut, dass da keiner gesessen hat. Nee, da saß sogar jemand und als er dann aufgestanden ist, lag da mein Handy wirklich immer noch. Wunder, dass das keiner mitgenommen hat. Ist ja heutzutage so. Und ja, hat mich gefreut. Ich habe es dann auch gleich wieder mitgenommen. Musste zwar wieder die Strecke wieder zurückfahren nach Hause, aber ja, Handys waren ja auch nicht so billig damals. Ist ja heute genauso. Zwar können die Handys heute jetzt mehr als damals, aber naja. Wow! Nein, bin ich bescheuert! Oh. Ah, bin ich bescheuert. Ich hätte den gelben mit dem Superwürfel machen können. Das ist mir zum Schluss jetzt eingefallen. Und weil ich so aufs Thema aus war. Ach man, das ist so blöd. Ach man. Das ist echt kacke. Scheiße. Ja. Oh Mann. Na gut, machen wir es nochmal. Ja, da habe ich aber wirklich Glück gehabt, dass ich das Handy wiedergefunden habe. Und ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man ein Handy liegen lässt in der Bahn. Gerade in zur heutigen Zeit, weil die auch mal teurer werden. Oder weil die generell teuer sind. Die werden ja, na, dieses Preis ist ja eigentlich gleich. Na, also. Na gut, heutzutage ist es auch so, dass die Handys ja mit Entsperrcodes und so sind und die können ja auch geknackt werden und ich meine, gut, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Würde ich auch gar nicht wissen, weil interessiert mich nicht. Wenn ich ein Handy finde, dann versuche ich den Besitzer auch zu finden, weil ich weiß selber, weil ich ja genau weiß, wie ärgerlich das ist, ein Handy zu verlieren. Und ja, das dann einfach zu verlieren, dass man sich Neues holen muss, weil das einer mitgenommen hat, ist sehr ärgerlich. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Und ja. So kulant würde ich auch sein, ein Handy zwar mitzunehmen, aber es zu Hause zu lagern. Und ja, per eBay Kleinanzeigen oder per, ja, Facebook ist auch blöd, aber ne, zu gucken, wer hat das verloren. Wer es verloren hat, muss dann den Entsperrcode sagen, dass ich das dann machen kann. Dass er denn herkommt und das dann entsperrt. Oder er kommt denn her, dass er das entsperrt, nicht dass er mir Entsperrcode sagt. Wäre ja ein Trick, wäre ja schlau gedacht, ne? Sag mir mal einen Sperrcode, dann gebe ich dir das wieder. Dann kannst du herkommen. Hm? Natürlich. Dann entsperre ich das selber, ändere das Passwort und melde mich bei denen nie wieder, weißt du? Also, ja, so kann man es machen. Aber so mache ich das natürlich nicht, weil es ist. Ich will ihn das ja wiederbringen und nicht so einen Scheiß machen einfach. Und. Weil dann wäre man echt ein Arsch, wenn man das machen würde. Weißt du das? Ich bin ja ein netter Mensch, weißt du, und wenn ich den Leuten helfen kann, ein Handy wiederzufinden oder Geldbörse oder sonst was. Bei Geldbörsen würde ich sogar das Geld drin lassen. Das wäre mir egal. Ne, also. Weil nichts. Leute, nichts ist ärgerlicher, als eine Geldbörse zu verlieren. Nicht wegen des Geldes, nein. Wegen Personalausweis, Kreditkarten,
Ja, Versicherungskarten für die, ja, Krankenversicherungskarten. Das alles, die ganzen Behördengänge, die man dann machen muss. Weißt du, die ganzen Behördengänge, die man dann halt machen muss, ne? Ist ganz schön, das ist so aufwendig einfach. Ja, das... Da ist man wirklich dann froh, wenn es einer findet. Vielleicht sogar noch das Geld drin lässt. Und das irgendwo reinsetzt, eBay Kleinanzeigen etc. Dass man sich das denn abholen kann. Nein. Bei Portemonnaie zu identifizieren mit dem Finder ist ganz einfach. Einfach ins Personalausweis gucken, ob das Bild stimmt. Und ja. Jetzt muss ich hier mal gucken. Also sowas ist gut hier, um solche Themen aufzugreifen einfach. Weil man einfach, dass man das ja auch hier kann. Ich muss gerade mal eine Pause machen. Oder ich gehe schnell mal durch. Ich geh mal schnell gucken, weil schon 47. Die Cola. Die Cola! Wow! Hilfe! Halt! Upsa! Sorry Leute, ich musste mich beeilen. Ich musste mich echt beeilen gerade, weil Alter, ich habe sie schon seit einer Stunde habe ich die Cola schon im Froster und ich will nicht, dass es mal Bumm macht, weil das wäre blöd. So, jetzt kann es auch weitergehen. Ja toll, jetzt verliere ich hier noch oder was? Weil es hier echt schwierig ist. Ich muss hier echt Spezialsteine kriegen. Ha, habe ich ja eigentlich. Aber ich muss hier noch so ein Dings kriegen, damit ich das verbinden kann einfach. Komm. Komm schon. Yeah. Das ist schon mal super. Das auch. Yes. Das ist schon mal super. Ach, haben wir es auch schon... Haben wir es auch schon geschafft. Alter, das ist ja super. Siehst du, machen wir gleich beim nächsten Mal... Machen wir beim nächsten einfach weiter, ne? Aber das werden wir dann im nächsten Part machen. Oder? Ich schneide sowieso random, das bringt einfach nichts. Gut. Ja, dann... Machen wir das nächste. Alchemie. Verwandelt das Spielfeld in Gold. 20 Züge. Ich will jetzt mal was trinken gerade. Wow. Ja, 20 Züge. Wäre es jetzt auf Zeit, wäre ich verzweifelt. Gerade weil ich wollte ja was trinken. So, ich werde auch gleich eine Raucherpause machen. Und ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit der Facecam machen soll, wenn ich jetzt eine Raucherpause mache oder so. Ach, ich schneide das einfach raus. Ich schneide es raus dann. Boah, bam. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen. Ich muss ja Linien bilden. Siehst du. Erinnert mich doch mal daran. Mensch. Ich meine, gut, das geht nicht. Wenn man das... Drei, dann müsste ich ja alle drei machen. Das war knapp.
Das war knapp, Leute. Auf jeden Fall. Alter. Ja. Mauersprengung. Ah, das ist wieder ein neues Spiel. Mauersprengung. Auch schwierig. Da muss man mit Spezialsteinen, die über der Mauer sind, muss man die sprengen lassen. Also explodieren lassen, dass man die Mauer dann wegsprengen kann. Ups. Wurde angehalten, weil die... Warte mal. Sorry, Leute. Was zum Henker ist das? Hallo? Gehst du mal weg? Ich will das nicht hier haben. Hallo. So. Ja, sorry, Leute. Ja, die Facecam war weg, weil die Aufnahme, die geht nur... Ja, das geht nur eine Stunde. Muss ich ab und zu auch mal anhalten dann. Muss ich mal... Das muss ich... Ich weiß nicht, wie ich das demnächst machen soll. Vielleicht muss ich eine Aufnahmepause machen dann. Die sich jetzt ja auch nicht rauchen können, ne? Oh, Alter. Ich bin doch blöd. Naja, egal. Machen wir erstmal weiter. Mauersprengung. Zerstört die Mauer mit Spezialsteinen. Nur Spezialsteine können die Mauer zerstören. Sprenge. Nein, ich musste nicht kotzen, ich musste nur rülpsen. Nur Spezialsteine können die Mauer zerstören. Sprenge damit die ganze Mauer. Die Zeit um ist so. Jetzt krieg ich... Oh, jetzt krieg ich Schub auf. Da hilft ja 10 Sekunden Luft anhalten, aber ich bin ja labern noch. Das ist super, jetzt müsste ich hier nur... Bam! Bam! Das ist super, das klappt ja wie am Schnürchen hier. Bam! Oh, jetzt noch ein so ein Ding. Ich weiß, dass ich nur 30 Sekunden habe noch. Drück mir das nicht rein. Alter. Hier ist auch nichts am... Hier geht doch hin. Ich kann hier nichts weiter machen. Warte mal. Bam, ja. So muss das. Ja, sorry, wenn es kurze Zeit kein Bild gab. Oder... Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Aber es gab kurz, ganz, ganz kurz kein Bild. Tut mir leid. Muss ich demnächst anders schneiden, weil ich mache das auch zum ersten Mal jetzt. Ganz ehrlich. Ich habe das zwar schon mal getestet mit der anderen Webcam, aber mit Schneiden und so. Also wie lange das geht, habe ich auch noch nicht getestet, weil ich so lange noch nie aufgenommen habe. Ist ja auch wieder neu. So, Poker. 10 Händen. 10 Hände? Ich habe doch nur 2. Wo soll ich die anderen 10 Hände auftreiben? Naja. Ja, hier muss ich wieder überlegen. 1. 2. Achso, wenn man hier Spezialsteine macht, dann gibt es extra Punkte bei dem Endpunktestand halt. Wird langsam dunkel. Sieht man zwar nicht, aber es wird langsam dunkel. So, ne? Ja. Arsch! Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich hier taktisch machen muss. Das vergisst man schnell, wenn man Let's Play aufnimmt. Weil ohne ging das gut. Aber man muss ja auch sprechen und... Ja, was heißt man muss? Man kann. Aber... Ja, es ist schwierig. Zwei Paare. Ah, es wird schwierig. Echt schwierig, schwierig, schwierig. So, so. Was noch? So. So. So.
Full House. Full House, Leute. Also langsam geht das mit dem Hals wieder. Vielleicht muss ich einfach mal mehr reden einfach. Oder weniger rauchen. Ich hab das schon wieder vergessen. Ich hab das schon wieder vergessen, dass ich da taktisch arbeiten muss. Verdammt. Eins. Doch nicht den. Zwei. Drei. Kriegen wir noch vierten hin? Nein. Ja! Super. Vierling. Oh Mann, ich hab Hunger, Alter. Ich muss...